sitzen jetzt hier bei Kosmos bei einem ganz besonderen Schätzchen, und zwar dem Spiel zum zweiten Hobbit-Film Smaugs Einöde, der am 12.12. in die Kinos kommt. Jetzt schon das Brettspiel. Und wir wollen mal schauen, wie viel das Spiel uns schon in die Stimmung des Films bringt. Und worum geht's? Worum geht's? Achtung, Überraschung, es sind Zwerge. Ja. Genau, es ist ein Hobbit. Ja, ja. Und die wollen zu einem Drachen und dem deinen Schatz klauen. Völlig abgefahrene Geschichte. Und der Drache, warte, der Drache heißt Smaug. Ja, ey, du hast es drauf. Ja. Also da kann man ganz klar sagen, ihr kennt euch aus. Ja. Wir versuchen natürlich mit dem Spiel das umzusetzen, was der Film zeigt. Das heißt, ganz, ganz wichtig, es kommen die Charaktere aus dem Film, ja, kommen hier im Spiel wieder. Sieht man natürlich auf den Karten drauf, ja, egal welcher Zwerg, sie sind hier mit dabei. Wir haben Bilbo mit dabei, wir haben Gandalf mit dabei und wir haben natürlich auch die fiesen Typen mit dabei. Ja. Und man kann sich vorstellen, es muss sich an die Story halten. Also, wir starten hier, das sind unsere Zwerge. Jeder von den Mitspielern, wir sind jetzt zu dritt, spielt zwei Zwerge. Und wir müssen auch noch Herrn Beutlin durchschleppen, das ist er hier. Der hat auch den Ring. Ja, im zweiten Teil hat er ihn ja schon, also von daher darf er ihn mit dabei haben. Gandalf hilft uns. Smaug kommt uns entgegen, der ist uns nicht so wohlgesonnen. Ja. Und das Ganze ist ein kooperatives Spiel. Das heißt, wir spielen auf jeden Fall gemeinsam. Und entweder wir gewinnen gemeinsam oder verlieren gemeinsam. Ja, also keine Jubelpose alleine am Ende, sondern alle zusammen. Jetzt ist aber der zweite Film endet ja relativ offen, denke ich mal. Also ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber ich weiß, es wird doch einen dritten geben. Deswegen wird da noch nicht das große Finale sein. Aber das Spiel muss ja ein Ziel, ein Ende haben. Was ist das genau, Ziel? Genau, also es ist so, dass auch der erste Teil, es gibt ja auch schon ein Spiel zum ersten Film, endet natürlich genau da, wo auch der Film endet. Und in die Richtung wird es ja auch gehen. Ja, also da wurde vorher Bescheid gesagt, so bis wohin kann es da wohl gehen? Ja, wir müssen zu Smaug kommen. Das ist ja so der Aufmacher auch von dem zweiten Film. Der kommt hier vor. Wir laufen von dem Start. Wir müssen durch den Düsterwald und schließlich hier in das Zielfeld rein. Das heißt, da wird geendet. Was im dritten Film dann so genau drin ist, das wissen wir auch noch nicht. Wir sind mindestens genauso gespannt wie ihr. Aber die Strecke ist ja eher so hat ja eher symbolischen Charakter. Weil das Auenland ist nämlich hier und der einsame Berg ist hier, oder? Wo ist das? Tatsächlich nicht. Das hier, ich sehe es auf dem Kopf. Ist Düsterwald. Das ist der Düsterwald, ja. Dann geht's ja weiter. Ne? Die laufen durch den Düsterwald und müssen natürlich hier auch durch. Auch hier gibt es schöne Abenteuer zu erleben. Man kann schon immer sehen, hier sind Abenteuerkarten dann drunter, ja? Die natürlich alle immer aus dem Film rausgenommen sind. Und schließlich enden sie beim Eingang zum einsamen Berg. Hier muss man den Schlüssel abgeben, den übrigens der älteste Spieler in der Runde hat. Der ist auch der Startspieler. Wäre ich jetzt? Guck, er liegt bei dir. Ich verstehe es gar nicht. Ja? Das ist total seltsam. Ja? Ich wollte halt mal nicht anfangen. Ne? Wir stehen hier mit unseren Zwergen, da wollen wir hin. Ein Zwerg von uns muss jeweils hier drin landen, plus Herr Beutlin, der muss auch mit da rein. Na? Gut, wie kriegen wir das hin? Spielzug ist eigentlich ganz einfach. Wer dran ist, spielt immer eine von diesen Bewegungskarten. Ja, also wir haben jetzt gesagt, du fängst an. Ich fange an. Du fängst an. Und ich spiele eine 5er Bewegungskarte. Genau, zum Beispiel. Ich habe Power direkt mal am Anfang. Ja, das ist total mutig, aber wir werden gleich sehen, warum. Du deckst die Karte um. Weil erst wenn du alle gespielt hast, dann kriegst du die volle Auswahl wieder. Ja, du hast den Fünfer gespielt, du bist Spielfarbe blau, wie wir hier sehen, und wir ziehen dich mal ein. Ich weiß auch, warum das mutig ist, weil ich volle Kanne in den Düsterwald renne. Ja, du rennst da genau rein und man sollte sich immer überlegen, rennt man da alleine rein oder vielleicht doch mit ein paar anderen zusammen. Denn man kann auch zu zweit sich bewegen. Dafür gibt es diese Karte hier. Da sieht man, ist so ein Pferd mit drauf. Ja, also ein Stückel können sie reiten. Das kann man zu zweit machen. Das heißt, wenn ich die Karte jetzt nehme, dann kann ich sagen, als Spieler Rot, wir können zu zweit durch die Gegend galoppieren. Ich nehme dich natürlich gerne mit. Ja. Ja, du musst nur Ja sagen. Ja. Also wir zwei reiten dann 1, 2, 3 Felder nach vorne. Ja? Und so kann man auch zu zweit nach vorne kommen. Man muss sich natürlich absprechen. Kooperatives Spiel, ganz wichtig. Wir müssen uns gemeinsam überlegen, wie kriegen wir das hin. Denn im Düsterwald warten natürlich düstere Gestalten. Ja, auch das kennt man. Spinnen zum Beispiel. Ja, und noch einiges Gesocks drumherum. Das heißt, spätestens, wenn einer auf diese Felder hier kommt, ja, wir simulieren das einfach mal ganz kurz. Ich gehe hier auf so ein Feld drauf. Dann wird hier eine Abenteuerkarte aufgedeckt. Und da sehen wir, Waldelben. Die Waldelben tauchen auf. Und die waren ja nicht immer freundlich gesinnt. Ja, am Anfang muss man die erstmal aus dem Weg räumen. Hier ist ein Kampfwert drauf. Das ist 11. Und den muss ich jetzt mit meinen Handkarten, ja, muss ich den tatsächlich erreichen. Ja, das ist ganz wichtig.
weil dann hauen die ab und ich bleib da weiter stehen. Und wir wollen ja durchkommen, genau. Und Überraschung, ja, zufälligerweise kann ich genau diese Elf, ja, kann ich diese Elf. Hat sich die Besten geholt. Ich muss die Karten alle ablegen, ja. Der kommt weg und das Tolle ist ja, da wir gemeinsam spielen, für euch ist er ja auch aus dem Spiel. Wenn ich es schaffe, wunderbar, Karte kommt raus. Ja, wenn ich es nicht schaffe, ich hätte jetzt einen geringeren Wert, dann muss ich wieder zurückgehen. Ja, die schlagen uns zurück, aber wir wollen ja unbedingt dahin. Und von daher muss man sich immer ein bisschen absprechen, wie schafft man es am besten. Ich zeige mal noch andere Abenteuerkarten, denn ganz wichtig, eben immer angepasst auf den Film. Es gibt natürlich die Spinnen im Düsterwald, ja, und dementsprechend, hier gibt es keinen Wert, den ich irgendwie erreichen muss, sondern wenn das ein grüner oder blauer Zwerg ist, ja, wir sagen mal, es ist ein grüner Zwerg, der jetzt hier drin steht, dann wird er eingesponnen. Das heißt, er wird umgedreht und alleine kommt er nicht weiter. Dann müssen wir erst Bilbo hinziehen, der kann ihn befreien, ja, oder er muss sich selbst freikaufen und das ist ziemlich schwer, Wert 20 an Karten. Ja. Also wirklich die Sachen aus dem Film umgesetzt hier in das Spiel rein. Ich mache mein Beispiel mal schnell zu Ende. Gerne. Ich habe jetzt ja den Wert hier ausgespielt, Karten weggespielt. Danach ziehe ich immer zwei Karten nach. Ja, mache ich von dem Stapel hier. Zeigt die. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Was ist denn das? Eine Gefahrenkarte. Ja. Und über diese Gefahrenkarten wird Smaug gesteuert. Wir sehen jetzt hier, Smaug steht zwei Felder vor. 1-2. Plus nochmal zwei dazu. 1-2. Und so kommt er auf uns zu. Ja, die sind irgendwo drin, die Karten. Natürlich ein bisschen Glück und Pech. Wann sie tatsächlich kommen, ja, muss in dem Spiel, gehört dazu, immer ein bisschen Glück und Pech haben. Und Smaug ist so eine Art Zeit-Countdown, ne? Oder genau. So. Also genau, der greift uns nicht an, sondern wenn er da ist, ist das Spiel vorbei. Fast, er greift uns leider auch an. Ja. Er greift uns an und wenn er da ist, ist das Spiel vorbei. Genau so ist es. Das heißt, er läuft hier durch die Gegend, ja, und wenn er hier ankommt, Spiel definitiv vorbei. Ja. Aber wir auf dem Weg, wenn wir es denn mal durch den Düsterwald durchgeschafft haben, auch da setzen wir uns mal jetzt nur als Beispiel hin und er kommt hier um die Ecke. Dann kann man auf das Feld draufziehen und kann gegen ihn kämpfen. Ja, ich muss zwei Kampfkarten abgeben und dann kann ich ihn um einen gewissen Wert wieder zurücktreiben. Das heißt, es wird im weiteren Verlauf des Spiels so sein, der kommt auf uns zu und man muss versuchen, den immer zurückzutreiben, damit man es hier wieder reinschaffen kann. Und wir werden auch immer durch die Gefahren zurückgetrieben. Also es ist quasi wie ein Marsch durch einen Sumpf. Ja, genau. Also man muss natürlich gucken, wie schafft man es optimal. Ja, man hat auch ein bisschen Hilfe. Denn es gibt noch so schöne Felder, die zum Beispiel hier sind. Ja, wenn ich es schaffe, mit einer Spielfigur da drauf zu kommen. Dann da haben die Waldelben uns alles verziehen. Genau, da helfen sie uns ja dann weiter und da gibt es dann wesentlich stärkere Karten. Also hier gibt es Karten, die höhere Punktwerte haben. Oder eben Gandalf, der uns dann auch helfen kann. Gandalf kommt um die Ecke, den kann ich irgendwo hinbewegen. Und wenn der bei unseren Abenteuerfeldern steht, dann kann ich Karten verdoppeln. Also der hilft uns. Und hier sind stärkere Karten drin. Und wenn ich es schaffe, da hinzukommen, habe ich natürlich eine bessere Möglichkeit auch zu gewinnen. Das schaffen wir. Es ist gar nicht so schwer. Genau. Das ist also die Spielmechanismen sind relativ einfach zu überschauen. Genau, auf jeden Fall. Also das soll ja auch eher ein Familienspiel sein. Also wir haben gesagt, so ab 10 Jahre. Ich denke mal, das ist auch so die Zielgruppe von den Filmen, wo man wirklich reingeht. Man kann es sich angucken, kommt nach Hause und zockt einfach noch eine Runde. Das ist wirklich die Idee dahin. Man findet die Charaktere wieder. Ablauf ist eigentlich wirklich einfach. Ich spiele erstmal eine Bewegungskarte, danach darf ich Handkarten spielen, so viel wie ich will, was sinnvoll ist, ziehe zwei Karten nach und eben ganz wichtig, ich spreche mich mit meinen Mitspielern ab. Ja, und dann läuft es eigentlich ganz gut. Das meiste andere erklären die Karten. Also Gegner wird ja drauf, steht drauf, was muss ich machen und dann kann man das auch wirklich einfach spielen. Du als Profi, Hobbit-Profi, was sagst du? Ja, also Smaugs Einöde, das Brettspiel zum Film. Also es ist ja immer so eine Sache mit den Spielen, mit Lizenzen, weil man muss da irgendwie ein cooles Brettspiel machen und man muss irgendwie die Filmelemente unterbringen. Das passt mal gut zusammen, mal weniger gut. Bei dem Spiel finde ich es als Tolkien-Fan so ein bisschen durchwachsen. Mhm. Also so ein paar Spielaktionen, Mechanismen sind so ein bisschen, dass man denkt, okay, Smaug und ein Zwerg kämpfen jetzt miteinander. Das ist jetzt nicht so ganz der Mittelerde entsprechend. Aber es soll auch nur ein unterhaltsames
Es soll halt nur ein unterhaltsames, einfaches Spiel für den Abend sein. Mit der Familie ist ab 10 Jahre leicht zu spielen, einfache Regeln. Ja, so ist auch empfunden. Familienspiel eindeutig, ist sehr sanft. Genau, also nichts für die Hardcore-Tolkien-Fans, genau. Nichts für die Hardcore-Brettspieler. Aber für Gelegenheitsbrettspieler und für Leute, die den Film mögen, ja. Wahrscheinlich gut macht geeignet. Spaß. Ja. Auf Mark und Nieren testen werden. Zwei Star Wars Bücher, die einem die Sprache der Wookies und der Druiden werden. Ich zeig's euch sehr gerne. Walking Dead. Auf geht's. Ich sehe, Laurie, mein Lieblingscharakter, ist auch dabei. Ja, er ist noch dabei. Ja, denn ist noch dabei. Denn es ist das Spiel.